Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Auf Erwin steht jetzt noch kein Adventskalender, denn den packen wir jetzt zusammen. Denn Cosmetic for Less hat die Möglichkeit, dass man dort diese Papiertäschchen mit den Zahlen sich kaufen kann und dazu einen entsprechenden Adventskalender-Inhalt natürlich bestellen kann. Ich habe mich hier 24 Produkte bestellt, alle unter 100 Euro und auf das meiste hiervon könnt ihr mit Claudi 15% sparen, sodass das Ganze auch wirklich deutlich unter 100 Euro kostet. Ne? Ihr könnt das natürlich auch so zusammenstellen, wie ihr selber möchtet. Ich wollte euch einfach nur zeigen, wie das Ergebnis aussieht. Und was natürlich auch super, super cool ist, den fertigen Adventskalender werde ich in diesem Video verlosen. Ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal rein. Es gab auch tatsächlich so ein Goodie-Bag mit dazu. Manchmal haben wir das ja bei Cosmetic for Less. Das haben wir hier. Das werde ich dann auch entsprechend integrieren. Finde ich ganz interessant. Und ich habe mir auch ein bisschen was dabei gedacht. Dieser Adventskalender ist eigentlich auch für so gut wie jeden geeignet, würde ich mal so sagen. Ich habe auch aus Versehen ein Männerprodukt mit drin. Aber lass uns mal schauen, was ich mir so überlegt habe. Da sind auch allerhand so Probensachets mitgekommen. Die packe ich jetzt nicht mit in den Adventskalender. Aber ich würde jetzt einfach mal gerne starten. Und zwar habe ich mir gedacht, am 1. Dezember kommt es doch ganz gut, wenn man mit einer Mascara startet. Und da möchte ich eine ganz besondere reinpacken. Und zwar ist das die Darker Lashes in 2 Weeks Glam & Doll Lash Colorist Mascara. Das ist eine semi-permanent einfärbende Mascara und die hat ein Gummibürstchen, was so tannenbaumförmig ist, was natürlich auch total zum Vibe des Adventskalenders passt und ich finde sowas als erstes Türchen immer sehr, sehr schön und ich habe die auch schon mal verwendet, die kannst du optimal solo verwenden, aber du kannst die auch ganz toll zum Schichten verwenden, ne? Also dass du die quasi nimmst und mit einer anderen Mascara halt kombinierst. Und wir sehen halt auch, dass diese Tütchen schon recht groß sind. Also da würde man schon gut was reinkriegen. Und du kannst dir bei den Tütchen und auch bei den Stickern unterschiedliche Designs aussuchen, was man halt gerne so halt einfach möchte. Und das ist jetzt meine Nummer 1. Am 2. Dezember habe ich jetzt schon mal ein Produkt reingepackt, was auch in der Goodiebag drin war. Und zwar von Chatelier ein Parfum, Liberty Fragrance. Das ist ein wundervoller Duft, der auch sehr, sehr gefällig ist, um das mal so zu sagen. Chatelier macht ja so Zwillinge, Duftzwillinge, ne? Und also die Duftnoten dazu kann ich euch auch mal einblenden. Das dürfte euch auch vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen. Es sind Alternativen zu bekannten Parfums. 30 ml haben wir hier drin und ich finde, das ist auch ganz, ganz, ganz toll, ne? Wenn man das halt so in einem Adventskalender drin hat. Wir haben hier noch weitere Düfte drin, die ich mir ausgesucht hatte. Und hier habe ich dann die Essence Hydrogel Eye Patches noch mit reingepackt. Die sind so gut und ich habe mir gedacht, wenn man halt am 1. Dezember schon was für die Wimpern hatte, kann man jetzt auch ein bisschen was tun, um die Augen generell im ungeschminkten Zustand auch etwas mehr zum Strahlen zu bringen und da sind die 1A für geeignet. Wie süß diese Designs sind, ne? Hier haben wir so einen Weihnachtspulli auf dem Sticker drauf und die kannst du halt super nehmen, um dann halt auch die Tütchen halt zuzumachen, ne? Da muss man das gar nicht irgendwie noch zusammenbasteln oder so. Am 3. Dezember habe ich jetzt ein Produkt drin, das ist ein bisschen funny. Ich hatte online nicht gesehen, dass das ein Männerprodukt ist, aber das ist ja vollkommen Wurst, weil Lippen kann es ja, egal ob für Männer oder Frauen, Pflege und so, ne? Und ich finde, in einem Beauty-Adventskalender sind Lippen- und Handpflegeprodukte auch immer ganz gut aufgehoben. Ich habe jetzt von Eveline Cosmetics Men Extreme Active Care. Da dumm. Egal. Also wir haben hier auf jeden Fall etwas Regenerierendes und Beschützendes für die Lippen und das brauchen wir halt ja auch einfach in der kalten Jahreszeit, ne? Denn meistens sind die Lippen dann ja auch einfach so der Luft ausgesetzt und du hast ja drin immer diese kalte Luft, die warme Luft und drin die, was? Drin? Kalte Luft? Nein. Drinnen warme Luft, draußen kalte Luft, so. Und Lippen sind super empfindlich. Da kommt das ganz gut, wenn man dann einen schönen Lippenpflegestift auch in einem Adventskalender findet. Ich verlinke euch auch natürlich alle Produkte in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls ihr genau diesen Adventskalender nachbauen möchtet oder, keine Ahnung, auch das ein oder andere Produkt ergänzen möchtet. Für den 4. Dezember habe ich mir überlegt, wir haben gepflegte Lippen, dann dürfen wir sie jetzt auch kolorieren. Und da habe ich von Eveline Cosmetics Color and Care Oh My Kiss Lipstick und den habe ich jetzt in der Farbe 02 gewählt, weil das wirklich eine Farbe ist, die ich als sehr gefällig bezeichnen würde. Also das kannst du im Alltag tragen, das kannst du aber auch abends tragen, wie man halt so gerne möchte, ne? Und deswegen kommt der auf jeden Fall in die Nummer 4.
Ein Tag vor Nikolaus dürfen wir uns schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten, dass wir ein wunderschönes Make-up schminken möchten. Dann nehme ich zuallererst mal hier diese Anti-Oxidation Acai Berry Early Wrinkle Correction Day Cream. Das ist diese hier, die mit 10 ml auch in dieser Goodie Bag drin war. Die packe ich mit in das Büchschen rein. Und ein Eyeliner Pen, der so gut ist, von Essence. Das ist der Extra Long Lasting und den mag ich sehr, sehr gerne leiden. Und deswegen gehört der definitiv auch mit in einen Adventskalender. Man hätte auch den klassischen Kohlkajal nehmen können, aber ihr kennt mich, da bin ich nicht ganz so für. Ich bin halt eher so die Eyeliner-Lady und deswegen kommt das in den 5. Dezember. Am 6. Dezember darf es natürlich ein Wow-Produkt sein und da habe ich die hier, Catrice Wow in der Box. Und das ist die Mini-Eyeshadow-Palette, die auch an die ein oder andere hochpreisige Lidschattenpalette erinnert, habe ich in der Farbe Peach Perfect und das sind so wunderschöne Töne, die du alltagsmäßig tragen kannst. Ich persönlich würde hierzu wahrscheinlich noch einen Bronzer kombinieren oder so, weil du hast halt einen matten Ton, dieses Peachy da drin, aber ich finde, das ist so eine schöne Farbgebung, die habe ich auch selber da und kann die sehr empfehlen. Ja, eine Handcreme darf nicht fehlen, ne? Da habe ich jetzt hier am 7. Dezember diese hier von Chaya mit ganzen 100 Millilitern. Und das ist die mit Kaschmirprotein und Shea-Butter. Das ist natürlich super schön pflegend. Und sowas gehört, wie gesagt, einfach in einen Adventskalender rein. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Das macht sie jetzt in dem Falle einfach dadurch, dass es ein roter Nagellack ist. Und da habe ich hier von Revolution, wusste ich gar nicht, dass die halt auch solche Nagellacke haben, in der Farbe Find True Love diesen wunderschönen roten Nagellack. Klar, roten Nagellack kannst du auch ganzjährig tragen, wenn du möchtest. Aber ich finde, in einem Adventskalender auch irgendwie so ein Nagelprodukt drin zu haben, immer eine ganz schöne Sache. Und deswegen habe ich den jetzt hier in die Nummer 8 gepackt. In der Nummer 9 darf sich diejenige, die den Adventskalender gewinnt, über einen Hydro Hero Primer von Essence freuen. Das ist aus dem neuen Sortiment. Der ist feuchtigkeitsspendend, was wie gesagt halt in der kalten Jahreszeit durchaus Sinn ergibt. Und so als Basis vom Make-up einen Primer reinzupacken, finde ich auch immer ganz gut, weil sowas kann auch gefühlt jeder irgendwie so auch verwenden, ne? Weil Feuchtigkeit braucht jeder. Und der ist jetzt nicht irgendwie getönt oder so, deswegen macht das voll Sinn. In der Nummer 10 darf es mit Chetla Good Lady Cherry weitergehen. Das ist ein wundervoller Duft, der auch so ein bisschen fruchtig ist. Also mir persönlich gefällt der irre gut. Also ich rieche es ja jetzt schon. Das ist so ein toller Duft. Den habe ich selber auch. Und den, also, ist ein Abendduft eher, würde ich sagen. Man kann ihn aber auch tagsüber tragen, je nachdem, wie man sich so fühlt. Ne? Aber ich finde, auch hier Duftnoten sind eingeblendet. Ein sehr, 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 sehr toller Duft und sehr empfehlenswert. Und deswegen, ja, in der Nummer 10. Auch das eine schöne Alternative zu einem sehr hochpreisigen Duft. So, Halbzeit. Da habe ich jetzt für die Nummer 12 einen Pinsel und, oh ey, Leni Brush hat so schöne Pinsel und hier habe ich jetzt den Tapered Powder Pinsel einfach mal reingepackt. So wunderschön. Die haben auch komplette Sets und hier haben wir so eine neue Reihe, die so etwas, ja, wie soll ich das sagen, ganz dunkel weinrot, ne, fast schon bräunlich ist. Und das werden wir gleich auf jeden Fall noch für zwei weitere Produkte, die in diesem Adventskalender drin sind, gebrauchen. Deswegen fand ich das ganz sinnvoll, das schon in die 12 reinzupacken. Und das ist eine gelungene Halbzeit, finde ich. Und es hat so viel Spaß gemacht, als ich mir selber da auf der Homepage den Adventskalender zusammengestellt habe, weil ich die ganze Zeit auch gedacht habe, naja, was könnte man noch so mit reinpacken und vielleicht dann doch, ah, guck mal, ein Alternativprodukt, da ist das und das noch günstiger und das ist ja total cool, das will ich auf jeden Fall mit drin haben. Also richtig, richtig cool, kann ich euch einfach empfehlen, da einfach mal reinzuschauen, vorbeizuschauen, ne? Ist auch irgendwie eine total coole Idee, die Kosmetik Forless da umgesetzt hat, ne? So, die zweite Halbzeit startet hier mit dem Revolution Loose Powder Infinite. Das habe ich selber auch und finde es so gut. Das ist mit Niacinamiden und das ist wirklich ein universeller Ton. Super fein gemahlen. Ich habe jetzt hier meins mal aus der Sammlung rausgenommen. Das schaut nämlich so aus und ja, super angenehm, sehr, sehr schön. Ich habe jetzt hier einen Powder Puff von Laura Mercier drauf, läuft. Du hast hier nämlich auch so ein Netz mit dabei. Und du kannst dieses Puder wirklich unter den Augen verwenden. Du kannst es im ganzen Gesicht verwenden und selbst ich mit trockener Haut. Ne? Das ist sehr, sehr fein gemahlen und das wollte ich unbedingt mit in diesen Adventskalender packen. Also es fühlt sich so dermaßen weich auf den Fingern jetzt an. Richtig, 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 richtig schön. Und eben weil die Niacinamide mit dabei sind, hast du halt auch nochmal den pflegenden Aspekt. Und das wollte ich einfach dann auch mit in den Adventskalender reinbringen. Genau, und das ist jetzt am 13. Dezember drin.
Weiter geht es mit dem 14. Dezember und ich hoffe, dass es in dieses Brötchen auch reinpasst. Das musst du auch unbedingt mit. Chaya, das ist mit Cupuaçu-Butter, Shea-Nuss, Paranuss und Macadamia-Öle, kristallines Zuckerpeeling, peelt und glättet, und das ist ja so ein Riesen-Oschi, ne? 200 Milliliter haben wir hier drin enthalten und sowas ist einfach toll in einem Adventskalender, würde ich sagen, ne? Dass man da einfach auch die Möglichkeit hat, der Person ein bisschen Me-Time mitzuschenken und da kommt einfach so ein Körperpeeling richtig gut. Also das passt auf jeden Fall in dieses Säckchen rein, ne? Sieht aber nicht ganz so wunderschön aus, aber es sieht dann auch wirklich selbstgemacht aus. Ja, hier bei der Nummer 15 bin ich mir sehr sicher, dass es nicht ins Kläppchen reinpassen wird, aber ich werde da schon gleich mal das Stiel dann halt raus, ne? Das musste sein. Also die haben Haarbürsten und da habe ich mir gedacht, komm, so was für die Haare ist total geil in einem Adventskalender. Und so eine Bürste ist einfach praktisch. Also das kann man einfach gut gebrauchen. Das ist von Rooney. Das schaut einmal so aus und es ist wirklich sehr, sehr, fühlt sich gut an. Und so ist es eine alternative Verpackung, würde ich sagen. So, für den 16. Dezember habe ich auch wieder ein bisschen Me-Time hier und ein Adventskalender ohne Tuchmaske wäre einfach kein Claudia-Adventskalender. Das ist hier von Holika Holika, die Shea Butter Maske und die gibt halt einfach Nährung fürs Gesicht. Also die soll einfach Feuchtigkeit spenden und pflegen, ne? Und deswegen ist die in dem Adventskalender 1a aufgehoben und passt jetzt einfach mal in die Nummer 16 rein. Am 17. Dezember haben wir wieder zwei Produkte, weil ich hier eins aus dieser Chaya Bag auch habe. Das ist die Moisturizing Day Cream Dry and Wrinkle Prone Skin mit 10 Millilitern. War wie gesagt als Goodie bei der Lieferung dabei. Und dann habe ich hier von ReLove den Duo Blush and Highlighter Blushed. Also der ist in der Farbe Sweet sehr, sehr hell. Ne? Also ich fand hier einfach den Highlighter so wunderschön. Und deswegen wollte ich unbedingt dieses Duo haben. Gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Und mag ich auf jeden Fall richtig gerne leiden. Und ich finde auch so ein bisschen Base-Produkte in einem Adventskalender vollkommen in Ordnung. Und wenn ihr dann ja auch die Produkte mit meinem Code Claudi15 euch bestellt, könnt ihr ja theoretisch auch sagen, okay, nee, dann nehme ich das Produkt noch mit dazu oder so, dass man halt ein Kläppchen doppelt befüllt oder so oder halt eine Face-Palette oder so, dass man auch einen Bronzer mit dabei hat. Ich wusste aber halt leider auch einfach nicht, welchen Hautton die Person hat, die den Adventskalender dann ja auch gewinnt. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Da geht es nochmal ein bisschen mit Pflege ab. Und zwar ist es die Eveline Cosmetics Extra Soft Bio Argan Manuka Oil Nourishing and Rejuvenating Face and Body Cream. Sowas fand ich auch richtig toll mit 175 Millilitern. Dass man halt wirklich so eine reichhaltige Körpercreme hier drin finden kann. Und Eveline Cosmetics macht ja wundervolle Schminkprodukte. Aber sie haben auch ganz, ganz tolle Pflegeprodukte. Da hatten wir auch schon den Lippenpflegebalsam mit dabei. Und deswegen gehört das auf jeden Fall mit in den Adventskalender rein. Wir sind schon beim 19. Dezember und wir hatten ja auch schon eine Mascara in dem Adventskalender. Ich habe mir aber gedacht, vielleicht möchte man halt so Richtung Heiligabend darüber nachdenken, sich False Lashes zu kleben oder man geht irgendwo auf ein Event, auf eine Party, wo auch immer hin. Und deswegen habe ich hier von Leni Lash auch mal so ganz dezente Lashes mit dabei gepackt und zwar die 121. Die schauen so aus und ich fand die auch wirklich sehr, sehr tragbar, ne? Und Like a Daisy in Spring, die liebe Sarah Isabel, schwärmt ja auch immer so von den Leni Lashes und deswegen wollte ich einfach mal gucken, vielleicht könnt ihr da genauso von schwärmen wie sie. Euch ist es bestimmt aufgefallen, dass ich irgendwo eine falsche Zahl draufgeklebt habe. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich dieses Make-up-Schwämmchen in den 10. Dezember mit reingeben werde. Da habe ich hier von Essence den Make-up in Baking Sponge und die sind wirklich toll von Essence. Mag ich sehr, sehr gerne und wollte das halt auch gerne als Tool im Adventskalender haben. Wobei, nee, das nehme ich nicht. Oder? Dann haben wir ja quasi zwei Tools hintereinander, weil ich glaube, ich habe auf das Parfum die 11 geklebt und das Puder ist in der 12. Ich muss mich gerade echt erinnern. Egal, wir nehmen das jetzt trotzdem und packen das jetzt in die 10. Das ist manchmal so ein bisschen durcheinander, ne? Wenn Claudi hier so ein bisschen was versucht. Sorry. Verwirrend das Ganze. Okay, also wir sind jetzt aber wieder zurück beim 21. Dezember und da habe ich ein Fixing Spray reingepackt. Weil es gibt ja auch immer schön die Limited Editions bei Cosmetic for Less. Und hier habe ich von I Heart Revolution die Elf on the Shelf, ist es glaube ich gewesen. Und da habe ich den Long Stay Long Stay Fixing Spray mit 50 Millilitern. Das passt einfach, ne, zu einem Adventskalender. Da sind auch noch allerhand andere Produkte aus der Limited Edition drin zu finden. Und du findest auch super viele andere LEs noch dort, sodass man da halt wirklich gezielt auch Produkte vernehmen kann. Aber das wollte ich einfach nur zur Erinnerung, dass es dort sowas gibt.
mitnehmen. Und ja, ich sehe es gerade, Richtung Heiligabend geht noch ziemlich viel ab, was dekorative Kosmetik angeht. Ja, das auf jeden Fall mit in die Nummer 21. Nein, es kommt in die 20, Claudi. In die 20. Ich bringe jetzt nicht schon wieder alles durcheinander. Wild. Okay, denn am 21. Dezember möchte ich gerne dieses Produkt hier reinpacken. Das habe ich auch selber da und das war immer ausverkauft, aber jetzt ist es wieder im Restock. Und zwar ist es von Revolution, das Extra Hold Brow Glue Produkt. Das ist ein so geniales Augenbrauengel, was natürlich jede Haarfarbe verwenden kann. Und da habe ich jetzt auch meins mal rausgeholt, also da habe ich schon einiges von verwendet. Das ist ein Produkt, was dir die Augenbrauen sehr, sehr schön festtackert. Und es kam noch raus, bevor diese ganzen Augenbrauen-Laminierungsgeschichten auf den Markt gebracht wurden. Und ich muss wirklich sagen, das ist eins meiner absoluten Lieblings-Augenbrauen-Fixierungsprodukte, die es in der Drogerie gibt. Sehr, sehr empfehlenswert und deswegen absolut berechtigt, verdient und Daseinsgedönsen in der Nummer 21. Kommen wir zu Nummer 22. Da habe ich noch einen Duft reingepackt, wo ich mir gedacht habe, okay, es geht wirklich Richtung besinnliche Zeit, Richtung Heiligabend. Da dürfen auch gerne sehr, sehr schwere Düfte auf den Tisch gehauen werden. Und das ist halt auch eine Alternative zu einem sehr, sehr krassen Duft. Mission Fragrance by Chetler habe ich hier drin mit 30 Millilitern. Und es gibt auch super tolle Herrendüfte bei den Chetler-Düften, ne? Also die halt dann auch aquatisch sind oder sehr, sehr herb sind. Und ja, das hier ist aber ein so krass toller Duft. Brilliance Root 450. Und das schaut einmal so aus. Das sind halt so richtig schöne Sprayer. Und ich rieche es jetzt schon. Das ist Wahnsinn. Richtig, richtig krass. Richtig geiler Duft. Und das ist halt sehr, sehr schwer. Aber passt richtig gut zu Weihnachten, ja, zu Heiligabend und zu der, ne, Zeit, die da halt so abgeht. Und deswegen wollte ich das unbedingt mit reinpacken. Probiert das auf jeden Fall aus, die sind super günstig. Ich habe euch die Preise ja auch eingeblendet. Selbst wenn ihr jetzt keinen Adventskalender packen wollt oder so, dass ihr euch den auf jeden Fall mal mitbestellt, weil der ist Hammer. Einen Tag vor Heiligabend darf man sich noch etwas Pflege gönnen. Das hier kommt jetzt aus dem Chaya-Paket, was in dem Paket mit dabei lag. Das ist die Ziegenmilch-Hand- und Nagelcreme. Und die passt auch sehr, sehr gut, weil wir ja dann in dem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich sehr viele hier Geschenke eingepackt haben und den Tannenbaum geschmückt haben und so. Und deswegen kommt sowas echt sehr, sehr gut. Aber außerdem habe ich mir gedacht, dass es doch ganz cool wäre, wenn man vor Heiligabend noch irgendwie sowas Self-Care-mäßiges machen könnte. Eine Maske. Leute, ne? Das ist mit Dandelion Honey, also quasi mit Gänseblümchenhonig und das soll einfach die Haut beruhigen und weichzeichnen. 7 Milliliter haben wir hier drin und sowas reicht für 2 Anwendungen ungefähr, je nachdem. Es sei denn, du machst halt auch Hals und Dekolleté mit dabei, dann ist es eine Anwendung, aber das hier so am 23. Dezember ist eigentlich eine ganz coole Nummer. Dann schauen wir mal, was ich in die 24 packen möchte. Also da darf es halt einfach irgendwie was Extravagantes sein. Und da habe ich von Revolution Pro diese Palette gefunden. Ultimate Eye Look und das ist die So Jaded. Die fand ich einfach von außen so schön. Es muss irgendwie gar nicht gerade sowas super, super Teures in dem Adventskalender sein. Wobei man da sagen könnte, naja, vielleicht packt man da dann noch ein Weihnachtsgeschenk mit dabei. Ich finde, dass diese Lidschattenpalette schon ein bisschen spezieller ist, aber sie ist halt auch perfekt für Heiligabend geeignet. Zum einen hast du hier draußen einfach diese komplett Ultimate Eye Look Paletten, finde ich so schön. Da habe ich auch einige von, ne? Finde ich extrem hübsch von außen. Und von innen haben wir halt auch sehr ansprechende Töne, die halt voll meins sind. Wir haben 2 matte und 2 schimmernde Töne und die sind Butter. Das ist so schön, damit zu arbeiten und ich finde sie einfach extrem toll. Da gibt es auch noch andere aus der Reihe, aber ich wollte halt einfach gerne diese grüne Palette mit reingeben, weil ich einfach denke, das passt sehr zu Heiligabend. Also ich persönlich würde sagen, dass das ein wundervoller Adventskalender ist, den man wirklich verschiedenen Menschen schenken könnte oder sich eben selber halt auch gönnt. Und ich finde es einfach auch eine schöne Sache, wenn man die Möglichkeit hat, einfach sich selber so einen Adventskalender zusammenzustellen. Und das wollte ich euch einfach zeigen, dass man sowas natürlich ja auch auf den einzelnen Homepages kann, weil ich lese es ja immer wieder unter meinen Adventskalender-Unboxings, dass irgendwas einem nicht so wirklich passt. Und das könnt ihr auch gerne hier machen, dass ihr sagt, Mensch, das Produkt hätte ich weggelassen, dafür lieber das und das Produkt reingepackt, ne? Ich habe halt einfach darauf geachtet, dass ich halt ohne Rabattcode auf unter 100 Euro bleibe, inklusive der Tütchen tatsächlich auch. Und ja, genau, habe euch alles in der Infobox verlinkt und wenn ihr möchtet, baut ihn gerne nach. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch mit Claudi 15 sparen. Ja, auf die meisten Sachen dort.
Ne? Ihr findet aber auch schon fertig gepackte Adventskalender dort von Catrice, von Essence, von Revolution. Schaut gerne einfach mal dort vorbei, tobt euch aus und vielen, vielen Dank an das wundervolle Cosmetic for Less Team, dass wir eben die Möglichkeit hatten, diese Kooperation hier zu realisieren, denn das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und dann wäre es hier von mir gewesen, ihr Lieben, wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.